Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Gear City. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Folge wird, und zwar ganz experimentell, gestreamt. Dieses Mal allerdings nicht über YouTube, sondern auf Twitch. Wir probieren das mal. Ich habe das schon mal versucht, das hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt also der erneute Versuch in der Hoffnung, dass das Ganze funktioniert. Ihr könnt natürlich wie immer dabei sein, wer das Glück hat und wer einen Twitch-Account hat, der hat die freie Wahl dabei zu sein. So, jetzt aber los. Wir prüfen erstmal, naja, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, wir prüfen mal hier. Und sehen fest, dass der Gepard Blue, den wir ja ausgemustert haben, genau. Das heißt, ich kann eine Runde vorspringen. Das haben wir das letzte Mal nicht gemacht. So, wir gucken mal. Die Runde geht zu Ende. Und ja, hier ist mal alles in Ordnung. Geld sieht auch gut aus. Naja, der Cashflow ist jetzt nicht grandios. Ich guck mal, ob wir irgendwie eine große Überproduktion haben. Hier ein bisschen was, aber nicht kritisch. Das passt. Das ist in Ordnung. Ja, hier so S-Standard ist schon ein bisschen hoch. Müssten wir mal gucken. Hier haben wir eine Unterproduktion. Da haben wir eine, ja, doch auch kräftige Überproduktion, finde ich aber alles momentan nicht so kritisch. Eigentlich sieht das alles ganz gut aus. Der Lademeister Diesel, gut, das war ja zu erwarten, dass er sich nicht so dicke verkaufen wird. Ja, wir gucken erstmal hier rein. Also neu lizenzierte Produkte, das ist perfekt. Ja, im Rennen, das ist irgendwie immer noch nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Ja, da ist auch jetzt keine große Katastrophe dabei. Und Standorte mit neuer Konkurrenz. So. Die Fabrik wird in 3 Monaten fertig, ebenso wie unser neuer Roadster. Ich würde an der Stelle mal sagen, wir versuchen. Ich möchte mir mal nochmal. Wir haben doch die. Gott, wie heißt denn das Auto? Wir haben die schwere Limousine hatten wir doch. Kleinwagen, Volllimousine, die hier. Und da bin ich nämlich, naja, wobei wir haben hier schon einen 60 PS Motor. Da sollten wir eigentlich ganz zufrieden mit sein. Ich würde fast sagen, wir schauen nochmal in die Beliebtheitstabelle. Ob wir denn irgendwas haben, was wir hier in diesem Bereich gut anbieten können. Limousine haben wir schon. S-Standard wird aber demnächst mal ein neues Modell brauchen. Ja, wir könnten hier mit der Luxuslimousine noch einsteigen. Roadster haben wir ja schon im Angebot. Pickup haben wir ebenso. Stadtauto haben wir. Eine Stretch-Limousine. Ja, okay. Und ein Van. Und eine Volllimousine haben wir schon. Ich würde sagen, wir probieren mal. Den Van oder die Luxuslimousine. Die ist von den Werten her eher besser. Lasst uns noch einen neuen Hermelin mit ins Portfolio aufnehmen. Und wir gucken
gucken mal, was wir anbieten könnten. Da brauchen wir allerdings vermutlich vorher noch ein optimiertes Fahrgestell. Na, ich probiere es mal aus. Haben wir eine Luxuslimousine im Petto? Habe ich was übersehen? Ich kann hier oben leider nicht nach Fahrzeugart sortieren. Limousine? Volllimousine? Volllimousine? Limousine? Phaeton? Nö. Luxuslimousine. Wir haben extra offensichtlich ein Fahrgestell dafür konstruiert, haben es aber nicht weiter verfolgt. Ja, und hier würde ich dann den kräftigen 61 PS Motor einsetzen. Ja, oder wir fangen hier mit dem an. Ich fange mal mit dem 55 PS Motor an. Und ja, da nehmen wir jetzt einen 154 Newtonmeter. Ja, ich würde fast wieder sagen, aufgrund dessen, dass der hier besser ist, nehmen wir wieder den. Ja, und dann lasst uns doch mal direkt in den erweiterten Modus switchen. Was ist denn hier jetzt los? Ach, ich habe keine Karosserie ausgewählt. So, das muss jetzt was... Ja, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Den untersten? Nee, für eine Luxuslimousine, das muss was... Den hier vielleicht? Den Full Sedan? Naja, wobei, der sieht so ein bisschen althergebracht aus. Ich finde das Design eigentlich ganz stimmig. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich den hier nehmen würde. Haben wir hier oben denn noch was? Naja, das sieht alles schon... Nee. Das spricht mich hier nicht so an wie... Nee, wir nehmen den hier, glaube ich. Ja. So, wir klappen mal die Menüs auf. Ja, wir müssen hier schon relativ hoch, das merke ich hier. Aber so schlecht ist er eigentlich gar nicht eingestellt. Wir könnten vielleicht an der Qualität noch ein bisschen knapsen. Ja, da würde ich ein bisschen heruntergehen. Ja. Was bringt mir das? Produktionsanforderung steigt. Also hier können wir definitiv noch Geld sparen. Ja. Ja, der Raumfokus vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Ja, Zuverlässigkeit würde ich auch eher oben lassen. So, Entwicklungszeitraum. Ich würde hier auf 20 Monate gehen. Und jetzt müssen wir beim Entwickeln aufpassen, dass wir das Fahrzeug Hermelin zuweisen. Und ja, jetzt ist die große Frage, wie nennen wir unser Fahrzeug? Da kann ich doch hier mischen.
Ja, Titanium, warum eigentlich nicht? Wir nehmen Titanium. Ich schaue mir eben nochmal die Wertung an. Ja, der erreicht hier immerhin 92 km/h. Da steigen wir mal ein, hätte ich gesagt. Tja. Schon erledigt. Eine Runde voran. Und sobald wir dann die neue Fabrik fertig haben, würde ich sagen, wir gehen mal in Richtung kräftigerer Motor. Ui, da lief wieder einiges in Cashflow. Das ist hervorragend. Ja, hier haben wir mittlerweile einen kleinen Puffer aufgebaut. Das gefällt mir auch ganz gut. Adler 2, ja, der verkauft sich mittlerweile auch ganz gut. Ich lasse den aber mal noch stehen. Wir könnten hier beim Adler 2, wobei der ist noch relativ neu, mal überlegen, ob wir da auf eine zweite Variante gehen mit einem anderen Motor drin. Ich glaube, wo wir definitiv drüber nachdenken müssen, ist der Segler. Aber den haben wir ja hier. Das ist ja das, was wir da schon entwickelt haben. Und danach käme dann der S-Standard, die reguläre Limousine. Ich glaube, da fehlt momentan auch. Da gibt es keine Untervariante. Das könnten wir vielleicht gerade mal noch anleiern. Dass wir von dem S-Standard eine Variante entwickeln. Ich schaue mir eben den S-Standard einmal an. S-Standard, ja. Momentan 32 PS Maschine mit 70 km/h. Das heißt, ich gehe hier wieder auf Fahrzeug, sage S-Standard. Ich kann da, glaube ich, auch nirgends irgendwie. Ne. Kann leider nicht nach Modell filtern. S-Standard. Und sage hier neue Variante. Das belasse ich so. Und hier gehen wir jetzt allerdings auf einen besseren Motor. Da ist momentan die 32 PS Maschine drin. Ja, das wäre schon eine deutliche Steigerung. Dann gehen wir hier auf den und den nennen wir dann GT auch, hätte ich gesagt. Und hier nehmen wir auch unser gutes Getriebe und nennen den einfach jetzt, wie ich schon gesagt habe, GT. Und ich würde dann aber trotzdem mal schauen, ob wir hier noch ein bisschen was verändern können. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen hier auch die Farbe wieder anders. Und für den GT finde ich, tut es eigentlich in Rot. Ich würde aber fast ein dunkleres wählen. Vielleicht das hier. Ja, das ist vielleicht fast ein bisschen zu. Ja, das gefällt mir hier besser. Ja. Yeah. So finde ich das gut. Und dann gehen wir hier. Nö, speichern möchte ich das nicht. Dann wechseln wir hier auf. Ja, ich klappe mal alle Menüs auf und guck mal, was wir noch tun könnten. Wir könnten den Stil etwas erhöhen. Das hilft aber kaum. Den Luxus etwas hochdrehen, ja. Fokus auf Verbrauch ist schon relativ hoch. Ja, ich finde eigentlich, ja, wir könnten hier vielleicht mal noch auf 30 gehen. Hier, auf 33 kommen wir noch so gerade eben. Ja, so würde ich das eigentlich belassen. S-Standard, GT haben wir ja schon gesagt. Zeit können wir hier nicht einstellen, sind 6 Monate, aber das ist in Ordnung.
Dann würde ich mal eben noch mal prüfen, wie die Produktionskapazitäten in Nordamerika sind, ob wir da auch eine neue Fabrikhalle etablieren müssen. Sieht fast so aus. Na, wie ging das hier? Achso, man muss hier am Rand scrollen. Ja. Ja, da könnte man sich vorstellen, ich schau mal, wo wir hier günstige pro Kopf. Ein günstiges 751 wäre hier unten. Kommen wir da noch niedriger? 680, 686. Ja, wobei ich das eigentlich hier für den Bereich da unten zentraler finde. Dann machen wir doch hier mal eine Fabrik. Ich würde da, ja, wir gehen mal auf 6 Linien vielleicht. Mit einer Produktion von 700 Fahrzeugen, oder? Kostet uns, boah, halt, stopp. 4,9 Millionen, okay. Ja, das können wir uns leisten. Das Werk in Frankfurt, das wird ja nächsten Monat fertig, von dem her. Denke ich, dass wir da gut bedient sind. Ich würde jetzt allerdings trotzdem einmal noch uns den Aktienstand anschauen. Aktienbestände. Ja, wir sehen, hier ist mittlerweile wieder fast alles grün. Hier könnte es sich lohnen, auszusteigen. Schauen wir uns mal an. Karo. Ja. Ja, die. Da finde ich, da sollten wir aussteigen. Ja. Wie komme ich hier zurück? Muss ich wieder oben neu öffnen, oder? Ja, leider. Aktienbestände. Grott, das könnten wir uns noch überlegen, ob wir da aussteigen. Da war es gerade eben. Ja, das sieht auch nicht so aus, als würden die demnächst wieder ansteigen. Wandeln wir auch um. Ja. Ups, nicht so weit. Eisenwerk sind wir im Negativen, da fasse ich mal nichts an. Samwise, alte Bekannte. Hier. Gutach. Da steigen wir auch aus, nehmen die Gewinne mit. Ja. So, und dann gucken wir mal. Ja, ich schaue nochmal, ups, sicherheitshalber, ob wir noch was übersehen haben auf der zweiten Seite. Das war etwas zu weit. Jetzt stehen wir besser. Ne, Guttag haben wir und alles andere ist okay. Steigt auch noch munter. Da will ich mal nicht anfassen. Gut. Dann hätte ich gesagt, gehen wir nochmal dieses Mal von unten vielleicht die Liste durch. Na, ich mach's hier rüber. Ah, die haben alle massives Wachstum. Ah, schade. Aber wir sind da ja überall mit dabei, also von dem her. Samwise, da bin ich gerade aus. Ne, da bin ich nicht ausgestiegen. Motorcar. Ich meine, was wir natürlich machen könnten. Da sind wir, glaube ich, im Negativen momentan. Ne, wir sind im Positiven. Dann fasse ich da nichts an.
Sonst hätte ich gesagt, wir kaufen nochmal nach, aber das lohnt sich nicht. Ja, hier ist gerade Boom überall. Schauen wir uns mal die an. Ja, die sind auf niedrigem Niveau. Wir kaufen mal für... Wie ist denn der Preis? Okay, 50.000 vielleicht? Ja. Das ist alles sehr positiv hier. Da ist der Absturz relativ gering. Na ja, gut, wir können mal vorsichtig einsteigen. 35, machen wir mal 60.000. Ja. Bei sowas ärgert man sich dann natürlich, dass man da nicht mitgegangen ist. Ja. 12, minus 12. Ja, da steigen wir auch mal ein. 30, ich gehe mal auf 75.000. Ja, und dann hätte ich gesagt, noch ein Kauf in der Dimension. Ja, oder auch... Das ist eher was Kleines hier. Ich gehe hier mal mit 30.000 rein. Naja, einen würde ich jetzt noch machen. Nee. Da überzeugt mich noch nichts. Eisenwerk, das sind wir schon investiert. Nee. Hier vielleicht Dork. Ist da der Stand? Ja, da könnten wir eventuell auch... Boah, die sind aber sehr teuer, die Aktien. 25.000. Mehr mache ich da mal nicht. Ja, und ich denke, das reicht jetzt erstmal. Tja, in diesem Sinne hätte ich gesagt, haben wir viel erreicht in dieser Folge. Wir werden in der nächsten Folge die beiden Monate hier noch abwarten, um die Frankfurter Fabrik wie auch den neuen Roadster fertig zu bekommen. Und eventuell kommen wir dann auch zum Markt statt der neuen Limousine. Wir werden sehen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt, und ich freue mich schon auf morgen. Euer von Blankenburg.